Wie schon bei meinem Navi-App-Test habe ich auch hier bei meinem Motoflop-Setup-Test oder Vergleich noch einen Nachzügler gefunden. Und das ist die Garmin Work Ultra 30. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und noch einem weiteren Motoflop-Setup, was ich mal vorstellen will. Primär natürlich die Kamera, wie gesagt Garmin Verb Ultra 30. Und da geht ein herzlicher Dank raus an die ehemaligen Navigon-Mitarbeiter von meinem Navigon-Trip da, die ja bei Garmin immer noch arbeiten, die mir also ihre teaminterne Testkamera mal ausgeborgt haben für den Test. Und ich habe jetzt natürlich ein bisschen schweres Spiel. Ich hoffe, das wird einigermaßen gescheit vergleichbar, weil die Kamera hat jetzt natürlich ein bisschen ein schwereres Spiel. Das ist hier weit in den Herbst rein, beziehungsweise der erste Schnee lag schon mal auf der Wasserkuppe. Dementsprechend ist der Timeslot, in dem ich jetzt wirklich tags mal fahren kann, sehr gering, und dann muss noch das Wetter passen und zu allem Überfluss muss ich natürlich auch noch Zeit haben. Und deswegen ist jetzt da hier mal schnell noch vor der Arbeit morgens dementsprechend 2 Grad, puh, also heiß laufen dürften die Kameras auf jeden Fall nicht. Aber natürlich, Lichtbedingungen sind ein bisschen schwieriger wie für die anderen Testkandidaten. Ich meine, ihr habt da natürlich immer noch den direkten Vergleich jetzt zu meiner Hero 7 Black. Aber wie gesagt, die Kamera hat es an sich schon ein bisschen schwerer. Aber Bildqualität komme ich jetzt gleich zu. Wir wollen natürlich erstmal wieder anfangen mit Befestigung. Und da gilt eigentlich auch fast das Gleiche wie bei der Hero was auch immer. Weil natürlich unten das Gehäuse jetzt von der Verb auch dieselbe Befestigung hat wie die GoPros auch. Garmin hat da zwar auch noch so eine Art Schnellverschluss mit dabei für bestimmte Sachen, aber an sich, wie gesagt, das Gehäuse, das hat schon einen entsprechenden Anschluss unten drunter, passt also auch auf jede GoPro-Halterung drauf, und damit hat man ja wieder mal die komplett freie Auswahl, und wir haben natürlich auch alle möglichen Positionen am Helm und oder am Motorrad, wo wir sie entsprechend verbauen können. Also da denke ich mal, das können wir einfach mal so stehen lassen. Befestigung passt also. Auch Formfaktor ist ja im Prinzip derselbe wie bei der Hero. Hat von der Baugröße her so ein bisschen noch die Größe von der Hero 4 und drunter. Mit dem Gehäuse dran, ja, ist ziemlich genau dasselbe. Kommen wir zum Bild. Und da, finde ich, schlägt sie sich eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen macht sie eins richtiger, wie Sena das probiert. Also Sena versucht da ja ein bisschen bei ihren ganzen Kameras immer so ein bisschen was zu pushen und ist, da habe ich ja in den anderen Videos gesagt, meines Erachtens nach immer ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Während hier bei Garmin ist es eher ein bisschen zu wenig, aber das ist unproblematischer, weil hier kann man dann halt einfacher, zumindest in der Post-Production, also in der Nachbearbeitung mit dem Videoschnittprogramm, dann halt wirklich noch ein bisschen was rausholen. Also die Farben sind eher ein bisschen flach, es ist nicht ganz so scharf, aber das Bild an sich ist halt ziemlich gut für meinen Geschmack. Und da lässt sich dann halt wirklich noch was rausholen. Ich versuche das hier jetzt mal einzublenden. Also die ganze Zeit habt ihr jetzt sozusagen das Bild gesehen, einfach so, wie es rauskommt. Die Kamera steht jetzt da wie üblich bei mir, 1080p 60, sonst eine Automatik. Sie hat eine Bildstabilisierung drin, eine einfache. Ich habe jetzt da bei der Hero 7 mal runtergeschaltet von Super View auf Breit einfach nur. Weil
die Garmin kann halt auch nur normal breit, damit das so ein bisschen mehr übereinstimmt. Aber man sollte dann halt im Kopf behalten, die Hero könnte im Zweifelsfall noch mal eine ganze Ecke breiter aufnehmen, wie es jetzt gerade läuft. So, Standardeinstellungen, wie gesagt. Und jetzt blende ich euch mal ein, was man halt noch machen könnte, wenn man jetzt im Nachgang noch mal die Farben ein bisschen anpasst und noch mal ein bisschen Schärfe drüber legt. Und dann ist das, finde ich, eigentlich schon ganz ordentlich. Also da kann man richtig was mit anfangen. Bildstabilisator habe ich gemerkt jetzt so in so einer ersten Testaufnahme, die ich vorher mal gemacht habe, aus der Hand raus. Sie funktioniert, sie hakelt aber immer mal ein bisschen. Also jetzt im direkten Vergleich mit der GoPro sieht man immer mal, dass sie quasi, wenn halt so bestimmte Bewegungen sind, die man macht, dass sie dann halt sich an einem gewissen Punkt, ja, ich sag immer, sie merkt dann scheinbar erst ein bisschen zu spät, dass das jetzt da kein Wackler ist, sondern wirklich eine Drehbewegung oder irgendwas. Und dann springt sie sozusagen einen Ticken hinterher. Also das ist zumindest mein Empfinden, wenn ich so die Bilder mir angucke. Also Bildstabilisierung grundsätzlich da, aber auf jeden Fall noch nicht auf dem Level, wie es jetzt die Hero 7 zum Beispiel hat. Kleiner Hinweis noch, habe ich bei der Hero 4 auch vergessen. Also die Kameras haben jetzt da auch ein bisschen ein schwereres Spiel durch diese Doppelmontage hier vorne. Vibriert dieser Arm eine ganze Ecke mehr, wie er das normalerweise tut, wenn ich nur eine Kamera drauf habe. Da hatte natürlich damals die Hero 4 einen echt schlechten Stand. Das hat man, glaube ich, auch im Bild öfters mal gesehen. Also wenn die einzeln montiert ist, dann vibriert die nicht so. Andererseits sieht man mal dabei, was halt diese Bildstabilisierung in der Hero 7 alles rausreißt. Also ist schon nicht übel. Gleiches hier, das heißt, hier haben wir jetzt so ein bisschen zumindest gleiches Spiel. Beide müssen halt wirklich ein bisschen gegen dieses Vibrieren vom Arm ankämpfen. Und ich muss gestehen, ich habe es vorher noch nicht gesehen. Ich habe noch keine Aufnahme während dem Fahren gemacht, wie sich die jetzt so schlägt. Aber das habt ihr ja jetzt hoffentlich gesehen schon. So, Bild da für mich eigentlich ordentlich in Ordnung. Da kann man eigentlich nichts dran aussetzen. Erstmal, ich meine, ja, besser geht's immer. Aber wir müssen ja auch wieder das Gesamtpaket betrachten. Und beim Gesamtpaket, da wird es jetzt spannend, wenn wir uns den Ton angucken. Beim Ton ist es so, wir haben zum einen erstmal die Möglichkeit, auch wieder einen Mikrofonadapter anzuschließen. Dass es auch wieder extra gibt. Und da habe ich mir mal geguckt, die Verb hat also noch den alten Mini-USB-Stecker dran. Und da schlägt jetzt wieder das zu, was ich schon beim Hero 7 Video gesagt habe, dass halt die Hero 4, die alten mit dem Mini-USB, noch einen relativ einfachen Anschluss haben. Das heißt, da ist wirklich ein Mikrofonanschluss drauf, während halt die neueren Hero 5 bis 7, 8 USB-C haben und brauchen wirklich noch einen Wandler da drin. Hier genau dasselbe Spielchen. Mini-USB, es ist auch dieser spezielle mit 10 Pins. Das gleiche Prinzip wie bei Hero 3, 4. Da ist ein richtiger Mikrofonanschluss drauf und auch hier wird wieder über diesen ID-Pin von dem USB-Stecker über einen Widerstand signalisiert, hier Mikrofon angeschlossen, schalt den Mikrofoneingang ein. Die Werte sind ein bisschen anders, die habe ich auch im Internet finden können, aber wie gesagt, Werte vom Widerstand und die Pin-Belegung ist ein bisschen anders, aber grundsätzlich dasselbe. Also ihr könntet auch hier wieder euch dasselbe basteln, Kabel vom Mikro abstöpseln, abschneiden und einen Mini-USB-Stecker direkt dran löten mit dem Widerstand und dann habt ihr schöne saubere Lösung. Oder ihr besorgt euch halt dieses Mikrofonadapter. Ist wie gesagt ein anderes wie für die Hero-Kameras, aber grundsätzlich dasselbe Prinzip. Und damit können wir dann halt schon mal alles Mögliche an Mikros anschließen. Aber damit ist es noch nicht zu Ende, weil das Guzzi hier ist wirklich
Sie beherrscht also Bluetooth-Audio auch noch, beziehungsweise Bluetooth-Verbindungen mit irgendwelchen anderen Sachen. Und den Ton, den ihr jetzt die ganze Zeit gehört haben solltet, hoffentlich, der kommt also über eine Bluetooth-Verbindung mit meinem 10C Evo. Also wenn ich da am Anfang jetzt eingeblendet habe, hier Ton 10C Evo per Bluetooth an dem Ding, weiß ich nicht, ob das alles unten drunter gepasst hat. Es ist also nicht so, dass ich jetzt, die läuft zwar mit im Moment auch, die 10C Evo, und nimmt auch nochmal den Ton auf, aber den ihr jetzt hört, ist wirklich Bluetooth-Kopplung vom Headset auf die Kamera direkt, und die Kamera nimmt den Ton via Bluetooth vom Headset auf. Also im Prinzip genau das, was auch die richtige Sena Prism kann, dass man halt da direkt dran koppeln kann, nur halt mit erheblich besserer Bildqualität, würde ich mal sagen. Was ich jetzt da noch nicht ausprobieren konnte, was ich noch machen muss, ist, ob das Ganze jetzt da halt auch für einen Dual-Vlog funktioniert. Ich bin ein bisschen optimistisch. Ich muss den Teil jetzt halt dann nachträglich noch reinschneiden. Wenn ich das ausprobiert habe, dann mit meinem Bruder 20S ans 10C Evo koppeln und das 10C Evo gekoppelt an die Verb, ob es das dann aufnimmt. Das 10C Evo ist im Moment gekoppelt als zweites Handy. Also so ähnlich, wie man es auch mit dem Bluetooth Audio Pack machen würde im Prinzip. Ne, beziehungsweise mit diesem SR10 machen würde. Also es ist noch so eine gewisse Unsicherheit drin, ob es jetzt wirklich funktioniert oder ob er halt das Audiosignal von dem Gesprächspartner nicht auf das Bluetooth schickt. Wie gesagt, verhalten optimistisch, dass es funktioniert. So, und da kann ich es auch schon kurz und schmerzlos machen. Ich habe es jetzt also mal ausprobiert und es funktioniert leider nicht. Und ich gehe mal davon aus, es liegt halt an der Kopplung. Das heißt, im 10C Evo ist die Kamera jetzt da ja als zweites Smartphone sozusagen gekoppelt und kriegt da soweit ganz normal den ganzen Ton ab. Sobald wir jetzt aber auf eine andere Intercom-Verbindung geht, wird das die ganze Verbindung zu dem in Anführungszeichen zweiten Smartphone halt getrennt. Und das, ich habe keine Möglichkeit im Moment gefunden, das wirklich zu ändern. Und der Unterschied zum Bluetooth Audio Pack in dem Fall ist halt einfach, der wird quasi als Intercom gekoppelt und ist im Prinzip einfach Teil der Gruppe. Und da wäre es halt die einzige Möglichkeit, wenn Garmin da irgendwas hinkriegen würde, dass er halt das entsprechend ändern können, dass ich quasi die Kamera auch als ins normale Intercom einklinken könnte, dann würde sich da was machen. Aber wie gesagt, so wie es im Moment ist, funktioniert es leider nicht. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, schon mal ein echt schickes Paket. Also hier habe ich dann damit auch wieder, um dem mal so ein bisschen vorzugreifen, ein ähnliches Setup wie mein altes Hero 4. Bildqualität passt eigentlich, und ich habe halt hier so eine Montage, wo ich keinerlei Kabel hier dran hängen habe. Ich muss wirklich einfach nur die Kamera einschalten, er verbindet sich und dann kann ich hier Bild und Ton aufnehmen. Einwandfrei ist es eigentlich sogar noch einfacher wie bei der Hero 4, weil ich halt nicht noch das zusätzliche Backpack habe, was ich einschalten muss und was funktionieren muss. Ja, und wie gesagt, Bild ist jetzt da, denke ich mal, besser wie das, was die Sena Prism, die Original, die alte, machen kann, zumal die ja auch noch keine 60 FPS konnte. Also auch da wiederum ein echt schickes Paketchen, würde ich mal sagen. Das macht natürlich im Ganzen so ein bisschen den Eindruck, auf der einen Seite haben sie so neuartige Features drin wie Bluetooth Audio, auf der anderen Seite haben sie noch den altmodischen Mini-USB-Stecker, wobei das jetzt auch nicht unbedingt ein Nachteil ist in dem Fall, weil man es halt einfach so Spiel hat, auch wenn man ein normales Mikrofon anschließen will. Also es ist so ein wilder Mix zwischen neu und alt. Kritisch ist dabei für mich im Moment so ein bisschen der Preis. Die liegt also offiziell preislich auf dem Level von einer Hero 8 Black. Also das ist natürlich schon eine Ansage, eine ganz schöne, und da muss man sich halt wirklich überlegen, ob das passt.
Und dann kommen wir vielleicht auch gleich zu so ein bisschen das, was ich ja immer als Pro-Features nenne. Eins habe ich ja mit Dual-Vlog eigentlich schon angeschnitten. Und ihr wisst jetzt mittlerweile dann auch, funktioniert es oder nicht. Anderes Feature ist natürlich Multicam-Setup. Zum einen, es gibt eine Fernbedienung für die Verb. Allerdings auch hier wieder, ähnlich wie bei Sena, sie kann immer nur eine Kamera steuern. Das ist natürlich ein bisschen schade. Im Großen und Ganzen wird es aber, glaube ich, auch nicht zum Problem durch den hohen Preis. Und da wird man sich jetzt da nicht zwei davon kaufen oder gar drei, glaube ich jetzt eher nicht. Und die anderen, es gab also, denke ich mal, auch noch vorher Kameras, werden leider nicht mehr vertrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie genau heißt. Ich blende sie hier mal unten ein. Die hatte sogar einen Formfaktor, der stark ähnlich war wie die Ghost Drift S. Und eine andere, die so ein bisschen kleiner, querformatiger war. Wie gesagt, da wird es eher nicht mehr dazu kommen, weil offiziell wird im Moment von Garmin wirklich nur noch vertrieben die Verb Ultra 30 und die Verb 360, also eine 360-Grad-Kamera. Und beides auf einem recht hohen Preisniveau, würde ich mal so sagen. Gebraucht ist das allerdings auch schon zu bekommen, habe ich nämlich hier von einem Abonnenten erfahren, der hat sich die bei Club Rebuy oder sowas geholt. Da ist also auf jeden Fall preismäßig schon mal was drin und da kann man auf jeden Fall mal gucken, ob das dann vielleicht besser hinhaut. Wie gesagt, an sich das Paketchen eigentlich echt ordentlich. So, und damit müsste ich eigentlich zumindest meine üblichen Punkte jetzt da abgedeckt haben. Kleinen Nachtrag will ich noch machen. Der Preis, wie gesagt, der rechtfertigt sich vielleicht halt durch ein bisschen andere Features noch. Oh Mann, ich bin mal gespannt, was er jetzt da hier wirklich an Bild macht mit so komplettem Gegenlicht. Aber ich weiß schon wieder, weil die Verb hat halt als Besonderheit, wie gesagt, diese Bluetooth-Verbindung drin. Und die ist ja nicht nur drin primär für den Ton, das ist quasi ein Abfallprodukt, sondern weil die Verb halt ziemlich viele Sensoren unterstützt. Und das ist ja nicht wirklich jetzt Fokus von meinem Test, aber an die kann man halt noch alle möglichen externen Sensoren von Pulsgurt über Trittfrequenz beim Fahrrad und keine Ahnung, was die noch alles da an externen Sensoren unterstützen. Und das ist halt so ein bisschen das Feature, würde ich mal sagen, von der Verb, was mich natürlich hier beim Motovloggen jetzt nicht wirklich interessiert. Ich meine, es wäre mal was Neues, den Puls vom Fahrer mit einzublenden, aber nee, nicht wirklich. Was halt unter Umständen interessant noch ist, ist natürlich GPS. Und da wage ich jetzt mal zu behaupten, dass das auch eine Ecke besser funktioniert als bei der GoPro. Also die hat das ja auch drin, schon meine 7er und die 8er auch. Aber bei meiner 7er, jedes Mal, wenn ich es probiert habe, es hat ewig gedauert, bis sie wirklich anspringt und das aufzeichnet und auch dann, mal abgesehen davon, dass man halt echt ätzend an die Daten drankommt, die aufgezeichnet werden. Und mich interessiert dann in dem Fall eigentlich nicht primär, das einzublenden irgendwo, was man dann halt extra machen müsste in der Software, sondern ich hätte die ja halt auch gerne raus. Muss ich jetzt aber gestehen, habe ich auch im Rahmen von meinem Test, weil es bei den anderen ja auch nicht betrachtet worden ist, jetzt nicht weiter angeguckt. Also ich erwarte mal, dass Garmin, wenn sie GPS einbauen und das ihr Fachgebiet ist, dass es in der Kamera eine ganze Ecke besser funktioniert. Aber das lasse ich jetzt mal als Vermutung hier stehen. Müsste man dann im Zweifelsfall selber nochmal ausprobieren. Tja. Aber das soll es dann auch gewesen sein für diese Runde. Mir ist echt frisch, wie gesagt, 2 Grad, dementsprechend halt auch langsam, weil natürlich die Reifen bei dem Wetter nicht wirklich auf Temperatur kommen. Und ihr seht es ja auch auf der Straße, das ist nicht alles so sonderlich prickelnd, aber es war halt jetzt da für mich so der Timeslot, wo ich das mal schnell noch aufnehmen konnte, bevor es jetzt dann richtig Winter wird.
Tja, und damit war es das gewesen. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.